Na gut, wir gucken mal. Na, olle Leiter. Hoch mit dir. Ist halt blöd, dass sie da so eine harte Angst hat, also dass sie quasi nur zweimal getroffen werden kann vom Gegner und dann ist es vorbei. Das bringt doch nie nimmer was. Hallo? Okay, Statue tot, ich auch. Okay, hups. Na gut, aber wir haben ein probates Mittel gegen dieses Scheißding gefunden. Jetzt muss ich wahrscheinlich nur ein Stückchen mehr auf Abstand gehen. So ein Mist. Hier. Na, geh weg. Okay, also das hilft auf jeden Fall. Ja, und bist du nicht willig, dann weißt du, es knallt. Aber ordentlich. Scheppert ordentlich im Gebälk hier. So, okay. Na, das wird jetzt spannend. Also ich muss hingehen, muss mich dann... Oder ich... Ich laufe rückwärts hin. Also ich sneake rückwärts hin. Renn dann vor ihm weg. Und schießt dann aus der Entfernung auf ihn, wenn er dann wach geworden ist, sozusagen. Vielleicht klappt das. Ja, das klappt. Nice. So, Terrakotta-Schlüssel für irgend... Oder? Terrakotta-Schlüssel? Wie ist das Ding so? Was ist er denn? Terrakotta-Schlüssel. Genau, wir haben einen Terrakotta-Schlüssel. Ist Terrakotta nicht irgendwie so eine Farbmische? Irgendwas? Terrakotta-Farben? So ein rötlich-orange-Gedöns? Jetzt habe ich Angst vor diesen scheiß Statuen. Hallo? Hä? Nö. Versuch was wert. Möchte nochmal. Huch. Gerade eine andere Waffe wechseln. Oder auf eine andere Waffe wechseln, so rum. Rotbraun, ne? Dachte ich eigentlich auch. Rotbraun, irgendwie sowas. Hier stehen halt auch so viele von diesen scheiß Statuen. Plötzlich Schwimmbad. Warum auch nicht? Okay. Hier, das sieht halt hart wieder nach so einem Bossraum aus. Ah, er nur wieder. Pride, the cancer within us all. But in a moment of self-reflection, one can see the truth. Plötzlich woanders. Hallo? Nope. I don't think so. Pardon me, innkeeper. Would you have a room for a weary traveler? There is one room, one of horror and shame. There was a young promising student who came from a small village. The young man studied feverishly to the point of collapse, and in so doing, missed the judicial selection exam. What a disappointment it must have been. Disappointment? He hung himself in the very room you now ask to rent. His restless spirit has been with us ever since. The story is more tragic than frightful, sir. Please allow me to stay. If you so choose. However, I cannot accept such a heavy payment for our humble dwelling. Thank you, innkeeper. Okay. Geld kriegen wir wieder. Ich habe leider nur noch ein Zimmer. In diesem einen Zimmer hat sich jemand aufgehangen. Ja, weil er so hart studiert hat. Ja, das ist halt dieses Studentenleben, ne? Ist halt manchmal schon eine harte Nummer. I don't think so. Na gut, dann benutzen... Was?
Schmetterlingsmünze? Wir haben auf einmal eine andere Münze zurückbekommen? Ja gut. Ist aber hübsch. Warum sollte man sich hier drin aufhängen? Ist doch hübsch. Habe ich eigentlich eine Knarre? Nö, natürlich nicht. Ich nix Knarre haben. Na gut, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Ist hier irgendwas Brauchbares zu finden? Ja. Ein Bett. Der ist doch schon tot. Brauchst du keine Angst haben, Mädel. Der ist doch schon tot. So, nu? Jetzt hat sich wahrscheinlich alles verändert. Jetzt gehe ich raus aus dem Zimmer und draußen ist Tod und Verderben. Oder irgendwie sowas. 100 pro. Oder? Oder sagt mir der Typ jetzt, sie haben in meinem Zimmer genächtigt, sie dürfen, keine Ahnung. How was your night's sleep? Schlecht. Restless. You were warned. Und du? Eine Idee. Mir kommt da eine Idee. Schlafen mit Augenbinde. Wie wär's? Haben wir eine Augenbinde. Damit können wir schlafen, ohne dass uns diese Gestalt da. Mal gucken, ob das macht. Hä? Ich hab die Augenbinde angelegt. Ich hab sie benutzt. Ich hab sie doch gerade benutzt. Dachte ich zumindest. Offensichtlich noch nicht. Gut, dann gehe ich wieder dahin. Ich habe wieder unruhig geschlafen. How was your night's sleep? Nicht gut. Geh weg, Opa. So. Muss ich die jetzt hier draußen schon anlegen? Ich kann sie nicht anlegen. Hä? Achso, Schlüssel. Das wäre doch jetzt aber das naheliegendste gewesen, oder? Einfach die Dinger anlegen und gib ihm. Kann sie nicht benutzen. Schade. Das wäre doch jetzt echt naheliegend gewesen. Warum sollte ich mit der Haarnadel klappen? Ja, bla. Hä? Ey, ich hätte das jetzt echt schwören können. Einfach mit diese blöden Dingers. How was your night? Und alles wäre gut gewesen. Wo ist denn das Problem? Man sieht sie ihn nicht, wenn sie aufwacht. Hier irgendwas übersehen, sag mal. Komm hier nirgendwo rein. Mit dem Opa kann ich gerade nicht reden. Ey, das war doch echt jetzt das naheliegendste. Ja, Olli, dir auch ein schönes Wochenende. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Hab eine angenehme Zeit. So, hier nochmal. Kann ich hier irgendwie interagieren? Ich kann hier nichts machen, außer mich in das Bett legen. Oder wie? Hä? Spiegel. In my reflection, I can clearly see my own folly. My chains are broken, and I am free. Okay, das klingt nicht gut. Lasst mich doch in Ruhe, ihr Penner! Plötzlich Statuen. So, weil die noch das Schild haben.
So. So kriegt man die gut weg. So geht das ganz gut. Ja, schön. Schön, schön, schön. So, okay. Haben wir jetzt irgendwas bekommen? Achso, die Schmetterlingsmünze, genau. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Halt. Bevor ich jetzt gehe, hier hinten war was an der Wand. Schmetterling, Blume, Münze, ne? Schmetterling, Blume, Münze. Schmetterling, Blume, Mond. Münze. Blödsinn. Schmetterling, Blüte, Mond. Mhm. Hm. Aber da können wir haben bis jetzt ja nur die Sonne. Kann ich das da reinbröckeln? Halt. Was ist denn jetzt hier? Hier ist es. Rein damit. Wunderbar. Mehr haben wir ja leider erstmal nicht. Mal gucken, was da hinten an der Tür noch dran geklebt hat. Lebt ihr? Nein. Okay. Schmetterling Mond. Schmetterling Mond. Ja. Jo. The door is open. Wunderbar. Dann gehen wir da rein. Gut. Oh, zwei von euch? Scheiße. Okay, einer schon mal down. Hoffe ich. Jo. Okay, der hat noch einen Kopf gehabt. Beziehungsweise hat keinen Kopf mehr gehabt oder trotzdem doch irgendwie weiter existiert. Unangenehm. So, wer würde schon seinen Kopf verlieren? Oh Gott, was ist denn das jetzt hier? Das sieht wieder so aus, als wenn da wieder irgendwo Gegner herkommen. Ich nehme mal den Taser, vorsichtshalber. Ist zwar jetzt nicht die tödlichste Waffe, die wir haben, aber besser. Besser als nichts. Das ist ein Speicherpunkt. Ja. Den benutzen wir mal kurz. So. Den benutzen wir mal kurz, den Speicherpunkt. Gut, schauen wir mal, wo wir weiterkommen. Beziehungsweise, wie es jetzt hier weitergeht. Ich muss wahrscheinlich irgendwie einen Weg zu dieser Tür finden oder so. Obwohl, hier ist ja schon ein Weg, der da irgendwo reinführt. Beziehungsweise, sag mal, hier unten brennt es doch, wie es aussieht, ne? Sind wir in der Hölle? Kann das sein? Nope. Ja, was kann ich denn jetzt benutzen, um die Bretter wegzuräumen? Augenbinde. Nope. Hätte mich auch gewundert. Sprengen vielleicht, hä? Glöckchen. Nope. Was nehmen wir denn da? Sprengkapseln. Das hätte mich auch alles sehr stark gewundert. Aber man muss es ja ausprobieren. Manchmal weiß man bei solchen Adventures nicht, wie die Entwickler getickt haben. Nope. Hä? I don't think so. Okay. I don't think so. Gut, hier geht's offensichtlich auch nicht rein. Na, dann schauen wir erstmal nach hier hinten. Wahrscheinlich ist das die am ehesten. Fuck! Nein. Ich gehe da nicht rein, wenn ich keine vernünftige Knarre in der Hand habe. Das könnte zu knicken spielen. Drecksack! Ich wusste es, dass das passiert! Mann, ey! Das ist doch kacke! Das ist doch kacke! Ist aber auch schwierig, da direkt die beiden wegzuholzen. Ja, ich probier's nochmal. Ah, vielleicht mit der Shotgun. Mit der Shotty Shotgun. Ist die nachgeladen? Ah, wo ist denn das Ding jetzt wieder? Ja, die ist nachgeladen. Okay, na gut. Ah, ich vergesse das immer, dass man sich schnell drehen kann. Du Bastard!
Ich vergesse das immer, dass man sie schnell drehen kann. Mann! Ich benutze es viel zu selten. Na gut. Aber mit der Shotgun kriegt man die eigentlich ganz gut weg. Eigentlich 3 Schuss. Naja. Okay, der andere hat sich noch nicht geregt. Spannend. Warum auch immer. Hallo? Hallo, steh doch auf. Arschloch. Was ein Penner, ey. So ein elender Heckenpenner hier. Denkt der, wer er ist? Oje. Ich wusste es! Ich wusste es! Vergiss es! Ciao! Das war mal richtig hart knapp. Schlüssel zur Grabungsstätte. Okay. Dadurch, dass ich den jetzt habe, ihr wisst es, ich werde das mal fix speichern. Einmal rumspeicheln. Ach, bitte in die falsche Richtung. Oder auch nicht. War die richtige Richtung. Ist egal. So. Hier einmal kurz. Safen. Warum auch nicht, ne? Na, überschreiben. Gut, 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 gut. Das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Das hätten wir erledigt. Wunderbarst. So, dann gucken wir mal, womit wir diesen Grabungsstättenschlüssel verwenden können. Mit welcher Tür? Muss ja wohl nur einer von diesen hier sein. Da steht schon wieder so ein Heckenpenner. Die sind überall. Bewegt er sich auch? Was ist das hier? Ciao! Was habe ich denn jetzt bekommen? Bohlen! Oh, nicht Dieter! Dieter! Wir haben Dieter im Inventar! Diese Bohle benutze ich jetzt mit dem Fenster oder was? Wozu? Am Fußboden. Man konnte da nicht drüber laufen. Ach Gott, da muss man ja erstmal drauf kommen. Da muss man ja... Okay, das war jetzt nicht so wirklich ersichtlich. Nee, so überhaupt nicht. Man hätte es ja leicht erahnen können, dass da irgendwie so ein Abgrund oder irgendwas ist, aber nee, sorry. Holen. Naja, gut. Was soll's. So, nochmal speichern. Wir haben ja was überlebt, ne? Kann man nochmal speichern. Oh Mann, ey. Ich frag mich, wie ich beim anderen Spielen teilweise durchkomme, ey. Ohne dann teilweise sehr, sehr lange zu speichern. Manchmal ist es wirklich Glück. Manchmal ist es aber auch, weiß ich nicht. Mehr Glück als Verstand wahrscheinlich. Na, geh sie mal dahinter. Danke. So, dann, ja. Würde ich sagen, benutze ich mal ganz, ganz hart diese Tür.